Ja, herzlich willkommen zum Erschaffe dich neu Podcast. Ich habe heute den Patrick Reiser am Start. Hallo Patrick. Hi Dennis, hi. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich mega, dass du am Start bist, denn du bist ja jetzt schon relativ lange im Business. Ich meine, YouTube-Kanal ist ein bisschen älter. Du hast eine große Reichweite aufgebaut und ist natürlich super interessant, weil du auch eine inspirierende Persönlichkeit für viele Menschen sein kannst. So. Was du machst, wie du da hingekommen bist, das wollen wir heute mal alles so ein bisschen beleuchten. Und vielleicht erstmal für jemanden, der dich noch nicht kennt, wer bist du, was machst du, so ein paar grobe Eckdaten. Yes, also first of all, herzlichen Dank, dass ich natürlich hier sein darf. Schätze ich, cool, dass da auch Leute zuhören und da interessiert sind. Ja, wer bin ich, was mache ich? Wie du gesagt hast, ich habe 2014, Anfang 2014 mit YouTube gestartet. Vorher war ich auf der Versicherung tätig. Noch vorher war ich in der Spezialeinheit in der Schweizer Armee. Ach, geil. Aber bevor ich jetzt hier die ganze Lebensgeschichte erzähle, steigen wir bei YouTube ein, weil ich denke, das ist das Interessante. Ich habe auf der Versicherung gearbeitet, war dort erfolgreich, wusste aber für mich immer, dass ich früher oder später irgendwas anderes machen möchte, irgendwas Eigenes machen möchte, weil der Job mich dort nicht hundertprozentig erfüllt hat. Ich liebte es, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ja, als Versicherungsberater hast du mit Unternehmen zu tun, wenn du Unternehmen auch berätst und natürlich Privatkunden. Dieses Zwischenmenschliche, das habe ich mega gefeiert, weil es auch darum geht, Kontakte zu pflegen. Und ich hatte schon immer ein großes Kontaktnetzwerk hier in Zürich, hier in der Schweiz. Es hat mir mega Spaß gemacht, aber Versicherung sehr Risiko zu verkaufen, ja. Jemandem eine Risikoversicherung zu verkaufen, Todesfallversicherungen und so weiter und so fort, das war so nicht mein Ding. Und ich wusste immer, nee, ich werde irgendwann mal was anderes machen. Jetzt, damit du verstehst, wie der Übergang passiert ist. Gerne, gerne. Ich trainiere seit 14 Jahren alt bin. Okay. Immer Gewichte. Im Gym, also Natural Bodybuilding. Ich habe das damals angefangen, einfach weil ich gut aussehen wollte, weil ich einen geilen Körper haben wollte, weil ich bei den Mädels gut ankommen wollte. Auch, ja, um mich bei den Typen zu beweisen, das war damals der ursprüngliche Grund, so im Rückblick reflektiert. Und ich habe parallel natürlich noch Fußball gespielt, viel Fußball gespielt, 4, 5 Mal in der Woche, habe dann 2, 3 Mal trainiert, Krafttraining gemacht. Und damit 19 habe ich aufgehört mit Fußball und habe dann den Fokus ein bisschen mehr auf Fitness gelegt, also auf Natural Bodybuilding oder damals Fitness. Natural Bodybuilding habe ich damals noch nicht gekannt. Habe trainiert 3-mal, 4-mal in der Woche, dann bis 5-mal. Und 2013 kam der Präsident vom SNBF-Verband, Swiss Natural Bodybuilding Verband, das ist der Bodybuilding-Verband, wo die machen das ohne Doping. Man muss bei Bodybuilding unterscheiden. Für all die Leute, die jetzt zuhören, und die sagen, das ist Natural Bodybuilding, Bodybuilding. Du kannst das so sehen, ich vergleiche das immer, wir fahren auf der rechten Autobahnspur und das Bodybuilding fährt auf der linken Autobahnspur. Das sind halt Bodybuilding, wenn du das schaust, die richtig krassen Massenmonster. Bis zu einem gewissen Punkt ist das halt auf einer natürlichen Art und Weise nicht mehr möglich. Das heißt, du musst da helfen mit Doping, mit Testosteron, mit ganz anderen Substanzen. Und da gibt es extra eine Unterteilung in diesem Sport, Natural Bodybuilding, das heißt ohne unerlaubte Substanzen. Und das ist natürlich dann komplett was anderes, weil der Körper auch anders reagiert. Du isst anders, du trainierst anders. Darum sind das wie zwei verschiedene. Es ist die gleiche Sportart, aber halt wie gesagt, linke und rechte Autobahnspur. Und er hat mich angesprochen 2013 in einem Gym, der Präsident von diesem Verband, und hat mich gefragt, ob ich natural bin, ob ich wirklich natürlich bin. Da habe ich ihm gesagt, ja, klar, ich habe noch nie etwas genommen, weil ich einfach sehr viel Respekt davor hatte. Ich hatte Respekt, abhängig davon zu werden. Ich hatte Respekt wegen meiner Gesundheit und außerdem habe ich nie verstanden, was es da alles gibt, und es war zu kompliziert auch für mich. Dann hat er gesagt, hey, Patrick, du musst auf die Bodybuilding-Bühne, auf die Natural Bodybuilding-Bühne, du bist ein Talent. Und ich habe dann gesagt, so, ich weiß nicht, man, so auf der Bühne zu stehen mit dieser Farbe, mit diesem, das ist mir ein bisschen zu, nee, das ist mir ein bisschen zu strange, ja, das gefällt mir nicht. Und hat dann gesagt, komm einfach vorbei dieses Jahr, schau es dir an und dann mach dir ein persönliches Bild. Und ich bin dann vorbeigegangen, habe mir das angeguckt und
Das sah schon wirklich komisch aus, diese Leute so auf der Bühne, weißt du, mit diesen komischen Posen, mit dieser Farbe. Aber es hat gereizt, mich dann mit diesen Leuten zu vergleichen, weil der Präsident mir gesagt hat, ich bin ein Talent und ich hätte Möglichkeiten, wirklich ganz vorne mit dabei sein. Irgendwo ganz vorne mit dabei sein, schweizweit, das hat mich so gereizt. Ich wollte schauen, okay, wie gut bin ich wirklich. Da habe ich ihm gesagt, okay, schau, ich mache mit. Bereite du mich aber auch vor, weil ich habe da keinen großen Plan, wie ich Absolut, mich ja. vorbereiten muss, 5% Körperfett zu kommen. Ja. Und dann hat er mich vorbereitet, bin auf die Bühne und bin direkt Schweizer Meister geworden. Und Ach, ich so, geil. wow, nice, cool, echt geil. Ich war wirklich da begeistert, dass ich in diesem Feld, ohne vorher jetzt krass das Ziel gehabt zu haben, auf die Bühne zu gehen, einfach Schweizer Meister geworden bin. Da merkst du, da ist irgendwie Parallel, wie mehr gesagt, Potenzial drin, ne? ja, genau. Und parallel, wie gesagt, habe ich auf der Versicherung gearbeitet. Das ist alles gleichzeitig passiert. Und dann während der Vorbereitung zum Wettkampf und am Wettkampftag selbst, da bin ich in Kontakt gekommen mit meinem Geschäftspartner und mittlerweile sehr guten Freund Mischa Janjec. Kennt man auch in der YouTube-Szene. Er hatte damals schon einen YouTube-Channel mit, ich glaube, 30.000 Abonnenten, war schon ein halbes Jahr, ein Jahr auf dem Markt. Und wir haben uns super gut verstanden. Wir waren lieber auf den ersten Romance, weißt du wirklich. Und dann hat er mir doch gesagt: Hey, starte mit YouTube, starte. Und dann habe ich gedacht: So, ja, warum nicht? Weil ich war dann auch in einem Video von ihm und dann haben die Leute geschrieben, sie möchten mehr von mir sehen. Und Okay. dann habe ich gedacht: Hey, ja, warum nicht? Ich habe das Bedürfnis, diesen Sport, Natural Bodybuilding, gesellschaftsfähiger zu machen, weil es auch ein richtig Sport ist. Es ist ein sehr gesunder Sport. Absolut. In meinen Augen eine der gesündesten Sportarten überhaupt, wenn du es richtig machst. Und ich wollte den Lifestyle einfach nach außen bringen, nach außen tragen. Dann habe ich gestartet, einfach 2014, so im April. Und der Kanal ging direkt durch die Decke. Ich bin dann mit Mischa nach Thailand und Amerika und wir haben das ganze YouTube-Fitness-Game, kann man sagen, ein bisschen revolutioniert, weil wir den Lifestyle auch von Amerika, wir sind in Amerika gewesen, im Gold's Gym, dort die geilsten Videos abgedreht und haben versucht, diesen Lifestyle, der ja dort entstanden ist, Ein bisschen zu nach übertragen. Deutschland, Österreich und die Okay. Schweiz zu bringen und den Leuten ein bisschen näher zu bringen. So hat das Ganze gestartet und dann, wie gesagt, ich war noch auf der Versicherung und irgendwann musste ich mich entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Möchte ich jetzt wirklich den Fokus nur noch auf YouTube setzen oder möchte ich in beides wieder ein bisschen machen? Weil ich habe Folgendes gemerkt, meine Zahlen, meine Provisionen sind dann bei der Zürich-Versicherung ein bisschen runtergegangen, weil ich natürlich mehr Fokus auf YouTube gesetzt Ja, habe. Aber klar. mit habe ich auch noch nicht so viel Geld verdient. Ich war ganz am Anfang. Und dann habe ich mich entschieden und habe gesagt, weißt du was, ich kündige den Job. Ich habe dann noch ein richtig gutes Angebot bekommen von einer anderen Versicherung, Okay. weil die mich abwerben wollte. Aber ich habe gesagt, nee, ich kann nicht beides machen. Du hast immer nur 100% Fokus. Und ich wusste immer, dass Versicherung nicht das langfristige Ding ist für mich. Und jetzt ist der Zeitpunkt da und jetzt kündige ich, habe den vollen Fokus auf YouTube gesetzt. Ich bin dann mit Mischa für 3 Monate nach Amerika. Haben noch mehr geilere Videos gedreht und so ist das Ganze entstanden. Und mittlerweile bin ich jetzt seit 4 Jahren in diesem YouTube-Game, habe aber meine Richtung auch ganz klar ein bisschen verändert in den letzten 2 Jahren, mehr in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentfaltung. Also ich kombiniere Persönlichkeitsentwicklung mit Bewusstseinsentfaltung. Das ist die etwas tiefere Persönlichkeitsentwicklung, so nenne ich sie. Ich bin halt der Meinung, wenn du wirklich wahre Transformation haben möchtest, ja, wenn du dich als menschliches Wesen verändern möchtest, dein Seinszustand, so wie du bist, so wie du denkst, so wie du auch andere Leute anziehst in dein Leben, so wie du dein Leben gestaltest, dann musst du tiefer gehen. Da kannst du nicht oberflächlich an der Persönlichkeit rumschrauben, sondern da musst du tiefer gehen zur Wurzel von all den Problemen oder nennen wir es Herausforderungen. Probleme gibt es eigentlich gar nicht, das sind Herausforderungen oder Aufgaben, Themen, ja. dass du tief dort reingehst und dort Bewusstsein, dass du wahre Transformationen langfristig erreichen und erlangen. Ja, das war so der Schnelldurchlauf. Natürlich haben wir ist in der Zwischenzeit viel passiert, wo ich angefangen habe mit YouTube 2014 bis heute. Wir haben Firmen gegründet, Sportbekleidungsfirma, Supplementlinie, Trainingsprogramme und so weiter und so fort. Das ist viel, viel passiert.
Ja, konnte ich dir mal so kurz einen Einblick geben, damit Auf jeden du. Fall, war mega, mega interessant. Was mich interessieren würde, wäre, erinnerst du dich zufällig an so einen vielleicht auch emotionalen Moment, wo bei dir was stattgefunden hat, wo du sagtest, okay, jetzt ist irgendwie alles anders. So, also ich erinnere mich zum Beispiel zurück, es war so, als ich mein Job gekündigt hatte und dann in die Türkei gegangen bin für 4 Monate. Da war so mental so ein Shift, wo ich gesagt habe, okay, jetzt irgendwie mental ist so ein Shift passiert, emotional was. Und wo war das so bei dir der Moment, wo du sagst, ab da an wurde ich ein anderer Mensch, vielleicht auch? Also gut, da gab es viele, viele Situationen oder viele Ereignisse in meinem Leben, aber ich würde schon sagen, dass ein ganz großer der Absprung war von der Versicherung in die YouTube-Welt. Weil schau mal damals, YouTube 2014, wenn ich gesagt habe, ich mache YouTube, hä, was machst du? Hä, was? Dass du jetzt mit Ist YouTube heute Geld nicht verdienen? anders. Und ich hatte, ja, und das war schon damals ein harter Cut. Definitiv, ja. Ich würde das so als krasses Ereignis bezeichnen, obwohl es natürlich viele gibt. Jeder Lebensabschnitt hat immer wieder seine Ereignisse. Aber das war schon ein krasses Ereignis eigentlich. Bam, der Cut. Und dann nur noch Fokus auf YouTube. Cool. Was mich noch so interessiert ist, du bist mittlerweile ja schon eine öffentlichere Persönlichkeit, also ein bisschen bekannter. Und ich persönlich merke, je bekannter man wird, du hast halt immer diese zwei Seiten. Du nimmst auch immer viel, viel positive und negative Resonanz mit. Das ist so, wie sind so deine Erfahrungen, besonders in der YouTube-Welt, wenn du so 150.000 Abonnenten hast, du glaube ich momentan. Wie gehst du damit um? Was ist so dein, wie gehst du mit der Community um? Ich meine, du hältst auch Vorträge. Was ist so deine Resonanz? Man kriegt viel Positives, aber auch bei YouTube ist halt auch viel Negatives. So, wie ist dein Umgang mit den Dingen? Yes. Also klar, du hast immer wieder Leute, die dich nicht mögen und dann vielleicht dich auch, nennen wir es, haten, ja. Aber am Ende des Tages ist die digitale Welt eigentlich nichts anderes als eine Manifestation von der echten Welt. Das ist ja auch in der echten Welt so. Du kennst es von früher in der Schule oder wo du warst. Hast du auch immer Leute gehabt, die dich vielleicht nicht gemocht haben oder die hinter deinem Rücken gesprochen haben. Heute ist es halt einfach viel offensichtlicher, weil jeder irgendwas online schreiben kann, ohne auch dafür ja, blamiert zu werden. Oder jeder Absolut. kann irgendwas schreiben. Das nennt man die Keyword, Key, Keyboard wie nennt Warriors. man das? Ja, wie Ja, heißt das Wort? Wie heißt das Keyboard Wort? Warrior. Ja, Warriors, genau. Da, 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 Und da, da. mit dem, ja, also mit dem, ich kann da ziemlich, ziemlich sehr, sehr gut umgehen. Ich nehme das nicht mal mehr wahr. Also ich muss da unterscheiden natürlich. Kritik ist immer sehr interessant für mich, weil ich liebe Kritik, da kann ich mich persönlich verbessern, da kann ich wachsen daran. Aber so stumpfe Kommentare oder Hates von Leuten, die mich nicht mögen, die sehe ich gar nicht mehr. Ja, ich sehe die gar nicht mehr, weil ich einfach den Fokus nicht darauf habe. Mit dem muss man leben können, wenn man in der Öffentlichkeit ist, dass man sich halt auch angreifbar macht. Das ist völlig fein. Das ist völlig okay. Es gibt nicht, also ich muss es, oder ich sag's mal, ich formuliere es mal so: Je mehr Leute dich kennen, je mehr Leute gibt es auch, die dich nicht mögen. Sehe ich ähnlich, ja, definitiv. Das ist fein, das ist völlig natürlich. Und es muss mich ja auch nicht jeder mögen, weißt du? Die Leute, die mich mögen, die können mir auf meinen sozialen Medien folgen, die wissen, okay, da ist der Mehrwert da, die schätzen meinen Mehrwert, die schätzen die Verbindung, die ich zur Community habe. Und all die anderen, die müssen ja mich nicht gucken, weißt du, die anderen können ja irgendjemand anderen gucken oder gar nichts gucken. Ich sehe das da sehr entspannt. Ich habe in meinen Augen eine sehr gute und starke Verbindung zu meiner Community, weil ich ja auch meine Kommentare, also ich lese die Kommentare immer durch auf YouTube, auf Instagram. Ich schreibe auch selber noch zurück. Es gibt ja viele Leute, die haben das abgegeben. YouTuber in meiner Größe, aber ich gebe das auch nie ab, weil ich die Verbindung niemals verlieren möchte zu meiner Community. Das ist so, wie wenn du gute hast, Kollegen, da pflegst du ja den Kontakt. Und in meinen Augen ist Community-Pflege extrem wichtig. Das sind deine Leute, das sind in dem Sinn deine Freunde, ja. Freunde, wenn du es so sehen willst. Und ich finde das immer mega interessant, diese Verbindung zu spüren und auch aufzubauen und sich auszutauschen. Super interessant. Also das mit der Community sehe ich ähnlich. Das ist man, besonders wenn du so nah dran bist, finde ich, nimmst du viel, viel,
Ja, einfach dieses durchgehende Feedback mit, ne? Du bist durchgehend an der Linie und merkst, okay, da gehe ich, drifte ich vielleicht in eine falsche Richtung ab, das gefällt den Leuten nicht mehr so. Ist total interessant. Ja, genau. Du Ja? entwickelst ein Gespür für deine Community, weißt da auch ein bisschen, okay, was gefällt dir, was nicht. Und ja, dementsprechend kannst du auch dein Content ein bisschen anpassen. Aber ich will hier diesbezüglich noch sagen, betreffend Content. Ich bin jetzt nicht jemand, der rausguckt und schaut, okay, das ist gerade, dieser Content würde jetzt gerade extrem gut abgehen, sondern ich gebe immer das weiter, was ich in mir spüre. Und Okay. entweder kommt es dann halt an oder nicht. Entweder kommen Leute in Resonanz und kommen zu mir oder nicht. Ich bin nicht der Typ, der auf den Markt geht und sagt, hey, momentan, Vegan läuft mega krass, Vegan ist ein Hype, lass uns ein Vegan-Restaurant machen. Nee, gibt es auch diese Möglichkeit, dieses Vorgehen. Ich bin eher der, okay, was ist meine Leidenschaft? Was kann ich besonders gut? Was mache ich gerne? Was liebe ich? Und was fühle ich? Und das gebe ich dann weiter. Und darum versuche ich ein Business zu bauen. Das sind so die zwei Wege, die du machen kannst. Du kannst immer schauen, okay, was sind die Trends, dort auf den Zug draufspringen oder von innen heraus leben. Und ich bin halt der Typ, ich lebe von innen heraus. Absolut schöne Einstellung. Aber wenn wir schon bei dem Innen sind, dann die Frage, ich meine, du hast erzählt, dass du schon mit 14 angefangen hast zu trainieren. Wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist deine Leidenschaft? Weil viele, viele Menschen sind immer so, ja, ich finde meine Leidenschaft nicht. So, was hat dir geholfen, das zu erkennen? Oder auch, wurdest du da einfach, bist du drüber gestolpert? Ich bin so ein bisschen drüber gestolpert. Wie war es bei dir? Meine Leidenschaft war schon immer der Sport. Immer. Ich habe früher alle möglichen Arten von Sportarten ausprobiert. Von Fußball sehr lange, Leichtathletik. Ich habe Thai-Boxen gemacht, Kung-Fu, ganz früher mit 7 Jahren Kung-Fu gemacht. Ich war so großer Fan von den Shaolin-Mönchen. Die waren mal hier in Zürich im Hallenstadion und ich fand es so faszinierend. Vor allem, wie die mindmäßig unterwegs waren. Die haben sich Speere hier in den Hals gesteckt, Steine zerschlagen. Ich so, wow, das ist krass. Die sind mental krass. Und so habe ich alle möglichen Sportarten ausprobiert. Ich springe auch Fallschirm, ich klettere, ich mache Bergsteigen. Ja, ich liebe es, meinen Körper zu spüren und meinen Körper in allen verschiedenen Elementen einzusetzen. Wasser, Luft, hier auf dem Boden. Das ist mein Element Sport, schon immer gewesen. Das habe ich relativ früh entdeckt, dass das meine Leidenschaft ist. Auch in der Schule hatte ich immer Einsen in den Sport, im Sport. Ich fand es immer geil, dass ich bei Sport 1 habe und so. Bei Deutsch hatte ich dann so eine 4 oder so, oder Mathematik, ja, war ich nicht so gut. Aber bei Sport war ich gut, das habe ich gefeiert. Sprich, hast du schon Und früh gemerkt, dass es so in die Richtung geht? genau. Was ich dann aber gemerkt habe im weiteren Verlauf meines Lebens, dass ich eine Leidenschaft entwickelt habe für das Leben selbst, okay? Für Okay. das Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe Menschen. Ich liebe, was ich tue. Und diese Liebe, die ich in mir habe, ja, diese Zufriedenheit, Liebe, das ist sehr, sehr tief, das anderen Menschen weiterzugeben, sodass das sich überträgt auf Menschen. Und wenn du Leute siehst, beispielsweise, wenn ich Seminare habe oder auch Vorträge oder Leute treffe, dann kriege ich immer das Feedback, dass meine Energie über andere übertragen, dass ich diese Energie über andere übertragen kann. Auch die Leute, die ich coache, in meinem 8-wöchigen Programm beispielsweise, nach den 8 Wochen, die haben einfach viel eine krassere Energie, eine krassere Ausstrahlung, alles. Und das ist meine größte Leidenschaft, diese Liebe in mir weiterzugeben. Und dann zu sehen, dass diese Menschen selbst das Leben lieben lernen, sich selbst lieben lernen, durch das die Qualität vom Leben sich massiv steigert, das finde ich geil. Das ist meine Leidenschaft. Ich kann Leute gut mitreißen und eben halt Leute diese Liebe weitergeben. Und das habe ich herausgefunden im Verlauf des Lebens. Also die Berufung, das ist ja nicht so, dass du sagst, hey, weißt du was, das und das ist meine Berufung. Nee, du musst das ja herausfinden. Du musst ja rausgehen, in die Welt tun, machen, alle möglichen Jobs vielleicht ausprobieren, weil ich sage, aus jedem Job kannst du was lernen. Egal Absolut, was du absolut. tust. Selbst wenn ich Toiletten ge putzen gehen würde beim Bahnhof, dort kann ich was lernen, sehr viel Absolut. sogar. Es ist halt immer eine Frage der Einstellung, wie gehst du in etwas rein? Aber du kannst aus jedem Gespräch etwas lernen, egal ob du mit einem Kind sprichst,
sprichst oder mit einem 100-jährigen Menschen oder ob du mit einem Hund kommunizierst und mit einem Hund eine Beziehung eingehst, du kannst überall immer etwas lernen, in jedem Moment. Yes, Perfekt. das ist halt das mit der Berufung und mit dem Herausfinden, was kann man Gutes, das muss man tun. Man Sehe muss ich es tun. ähnlich. Ausprobieren, stolpern, gucken, Genau, wundern dich. genau. Weißt du vielleicht noch so, also erinnerst du dich daran, wo du gemerkt hast, okay, da habe ich echt das Potenzial, Menschen anzustecken, so, oder dass ich habe das Potenzial, ich merke, ich berühre Menschen. Das hat man ja auch nicht immer, man merkt man das ja nicht sofort, wo so denkst, okay, das war der Moment, wo ich jemanden beeinflusst habe, der hat sein Leben geändert oder sowas. Yes, also in der Armee, ganz am Anfang in der Armee, haben mir immer die Generäle gesagt, Generäle, nein, nicht die Generäle, der Leutnant und meine Vorgesetzten, dass ich ein sehr guter Führer wäre. Okay. Aber ich wollte in der Armee nie Führer sein, ich wollte lieber Soldat sein, weil ich einfach, ja, ich wollte einfach diese Person sein, die einfach ausführt. Ich wollte die Befehle bekommen und dann bumm, einfach ausführen, wie eine Okay. verdammte Maschine. Bam, bam, bam. Aber dort habe ich so das erste Mal von jemandem gehört, dass ich eigentlich ein guter Führer wäre, weil ich Leute gut mitreißen kann und so weiter und so fort. Und bei der Versicherung habe ich das dann auch immer wieder gehört, habe mir dann auch mein Team aufgebaut. Aber das allererste Mal habe ich es richtig gespürt und gefühlt, natürlich mit YouTube. Als ich gesehen habe, dass ich die Leute begeistern kann über meinen YouTube-Channel und dann auch an der FIBO beispielsweise 2014, wo wir das erste Mal einen Stand genommen haben und die ganze FIBO-Halle voll war von unserem Stand, waren, ich weiß nicht wie viele Menschen, 500, 600 Menschen. Und dort habe ich gespürt, dass ich die Fähigkeit habe, die Gabe habe, ich weiß nicht, du kannst es nennen, wie man will, richtig Connection aufzubauen mit anderen Menschen, obwohl ich die vorher noch gar nie gesehen habe. Und das war interessant, weil wenn du an der FIBO, wir waren an der FIBO am Stand, ja, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wer schon mal an der FIBO war, der weiß, wie das ist. Und von morgens bis abends waren wir eigentlich da an unserem Stand und waren belagert und da kamen Leute, wir haben Fotos gemacht, haben uns ausgetauscht. Und am Abend oder nach, nicht am Abend, nach den 4 Tagen, war ich am Ende. Ich war wirklich müde und ich habe mich gefühlt wie ausgesaugt. Okay. Realisiert habe, bis ich, und was war eigentlich, das ist eine gute Frage, die du gestellt hast, weil das war eigentlich so dieser Moment, wo ich realisiert habe, jedes Mal, wenn jemand zu unserem Stand gekommen ist, jedes Mal, wenn ich jemandem die Hand gegeben habe und ihn mit meinen Augen angeguckt habe, in diesem Moment passiert ein Austausch, okay? Wenn man sagt, die Augen sind das Tor zur Seele, oder? Guck in die Augen und ich kann dir sagen, wie es dir geht und wer du bist. Und jedes Mal, ich habe da tausende Leute gesehen, mit tausend Leuten gesprochen, Fotos gemacht und denen in die Augen geguckt. Und jedes Mal habe ich denen auch wie eine Art etwas mitgegeben von meinem Gefühl, von meiner Liebe, weißt du? Darum war ich am Ende wie ausgesaugt. Und das hab ich realisiert, dass jedes Mal ein Austausch stattgefunden hat. Es war sehr interessant. Und da habe ich gemerkt, okay. Weil ich habe dann natürlich auch andere Leute gefragt, die in einer ähnlichen Situation waren, die auch Stände hatten, die auch Influencer waren. Und die haben das ein bisschen anders wahrgenommen als ich. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist es einfach etwas, was ich besonders gut kann. Okay. Total interessant. Mega interessant. Hast du irgendwen auf deiner, ich würde mal sagen, auf deiner Reise jetzt so, auf deiner Entwicklung gehabt, der dich begleitet hat? Vielleicht eine Art Mentor, jemanden als Vorbild, wo du sagst, zu dem habe ich aufgeschaut und der konnte mich auf diesem Weg, der schon ein bisschen ins Ungewisse geht. Ich meine, du wusstest ja nicht, was kommt. Dass du jemanden hast, der vielleicht schon in der Szene unterwegs war oder dass du jemanden hast, der gar nicht da unterwegs war, aber der schon wie so eine Art Mentor gedient hat. Ich meine, du hast von Micha gesprochen, der dich so begleitet hat, aber hast du vielleicht noch jemanden, der so ein Stück, zu dem du aufgeschaut hast? Ja, also mit Mischa war es natürlich richtig geil. Also wir haben uns so gut ergänzt, weißt du. Ich würde sagen, wir beide waren ein bisschen Mentor voneinander, ja, in gewissen Bereichen. Okay. Also wir haben uns so gut ergänzt. Man kann wirklich sagen, dass wir beide voneinander wie Mentoren waren, auch oder Brüder oder ja, du kannst es nennen, wie du willst. Aber es war wirklich so ein wie eine Bruderschaft. Ja? Sehr Also geil. ich seh ihn halt wie ein Bruder von mir. Und er sieht es auch von mir. Also er gehört zu mir, er gehört bei mir zur Familie. Mentor, klar, ich hatte
Mentoren auch schon früher, mit 14, 15 habe ich Mentoren auch schon gehabt. Ich habe jemanden hier in der Schweiz, der ist Kunsthändler. Okay. Einer der richtig erfolgreichsten Kunsthändler überhaupt. Und der hat mir auch schon immer gesagt: Hey Patrick, man, du hast viel Potenzial, dies, das. Der hat mich ein bisschen supportet und mir gut eingeredet. Das war eigentlich auch schon ein bisschen ein Mentor, wo ich immer hochgeguckt habe. Und wenn der mir was gesagt hat, habe ich gesagt: Okay, wow, okay. Wenn der das sagt, dann das hat was. Weißt du, und das, wenn du so jung bist, 16, 17 Jahre, und so eine sagt dir das, das gibt dir auch die Kraft und die Power, Absolut, selbst an dich zu absolut. glauben, oder? Genau. Aber ansonsten, während meines Weges, nee, nicht in dieser Anfangszeit. Nee. Also Karl S. war noch da, der den Weg in dem Sinn schon gegangen ist. Der war damals der größte Fitness-YouTuber, auch Geschäftspartner und mittlerweile guter Freund von mir. Klar, von ihm habe ich auch immer wieder gute Tipps bekommen. Wir haben uns auch gut ergänzt. Wir haben damals ja Gym Aesthetics, die Marke damals, Gym Aesthetics, auch richtig, richtig groß gemacht. Bis wir uns dann selbstständig gemacht haben und eine eigene Marke gemacht haben. Aber nee, ansonsten nicht. Also jetzt klar, in den letzten Jahren sind viele Mentoren dazugekommen. Ja, in den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren sind viele Mentoren dazugekommen. Weil ich halt auch gesehen habe, man braucht Mentoren, um wirklich auch auf das nächste Level zu kommen. Mentoren sind extrem wichtig. Also wenn du praktisch ein Stück zurückgehen würdest und sagst, was hätte ich früher anders gemacht, hättest du vielleicht ein paar mehr Mentoren in dein Leben gezogen, so bewusst? Ja, ich denke ja, auf jeden Fall. Aber es ist bei mir, also wenn ich jetzt zurückblicke, ist es schon unbewusst passiert. Also ich habe immer Leute, auch bei der Versicherung, habe ich mich immer orientiert an den Besten. Okay. Ja, an den Besten, hatten mit denen Kontakt. Also es war mir einfach nicht bewusst, dass man das Mentor nennt. Aber ich hatte immer Leute, auf die ich hochgeguckt habe, von denen ich profitieren konnte oder lernen konnte, wo man sich ergänzt hat. Hatte ich eigentlich immer. Praktisch so eine Aber so in unterbewusste dieser Zeit. Mentee-Rolle. Entschuldigung? So eine unterbewusste Ja, Mentee-Rolle, oder? genau. Unbewusst, richtig, richtig, unbewusst, weil mir dieser Begriff gar nicht so klar war damals, Okay. ja. Ja, ist jetzt ein bisschen geläufiger. Jeder spricht vom Genau, Mentor. genau. Aber es ist extrem wichtig, dass du Mentoren hast heutzutage, wenn du hochgehen willst oder erfolgreich sein willst. Du musst Leute haben, die dort schon sind, wo du gerne hin möchtest, oder du musst Leute in deinem Leben haben, die so sind, wie du gerne sein möchtest. Sodass dass du von denen ja abgucken kannst. Und es muss nicht mal unbedingt sein, Mentor so, ja, also wie wir jetzt miteinander kommunizieren, sodass jemand Mentor ist. Und es kann ja auch sein, dass du beispielsweise Gary Vaynerchuk richtig gut findest. Wer den nicht kennt, check den ab auf Instagram, ist der Hammertyp, Social Media definitiv. King. Gary V Ja. zum Beispiel. Es kann ja auch eine Art Mentor von dir sein, auch wenn du keine persönliche Bindung zu ihm hast. Du checkst seinen Content ab, kannst viel Ja. von ihm mitnehmen und profitieren. Ist auch eine Art Mentor dann, ja. Ja, wir leben in einer geilen Zeit, ne? Du kannst, ich meine, du kennst die Worte, hörst du, wenn du Hörbücher hörst, hörst du die Originalworte von deinen Mentoren praktisch. Das ist, Genau, das gab genau. es früher nicht. Ich sag immer, wir Menschen, wir denken immer, wenn wir über Beziehungen sprechen, Beziehung heißt, man muss es physisch sein. Muss nicht sein. Ich zum Beispiel, ich habe Beziehungen gehabt zu Tupac, Eminem, Marc Aurel, all die krassen Leute, die ich gefeiert habe. Ich hatte mit denen eine Beziehung, eine geistliche Beziehung. Eine Beziehung geht über den Körper hinaus. Wenn du beispielsweise ein Buch liest von Marc Aurel, römischer Kaiser, 100 nach Christus, Eine meiner Lieblingsbücher. ja, Selbstbetrachtung ist Ja. richtig geil. Wenn du das liest, dann in diesem Moment tauscht du, oder besser gesagt, du nimmst seine Gedanken in dein System rein, du liest das, und in diesem Moment hast du eine Beziehung zu diesem Menschen. Das muss dir auch erstmal bewusst werden. Und natürlich heutzutage mit Social Media ist es noch intensiver, weil ein Buch ist ein Buch, kannst du lesen, 200 Seiten durch, und Social Media hast du halt auch wirklich noch den persönlichen Ja, Kontakt digitalisiert, okay? ist nochmal ein Und anderes Thema. das ist sehr, sehr interessant, das ist einmalig in der Geschichte der Menschheit. Definitiv. Ich finde es total interessant, wenn man zum Beispiel jetzt Marc Aurel nimmt, meine, vor 2000 Jahren gelebt. Das Gedankengut, was man da konsumiert, das lebt ja praktisch in einem weiter. Ich meine, das ist dieses Unfassbare, was man sich eigentlich nie bewusst wird, aber diese Person lebt in einem weiter. Das finde ich total interessant. Wenn wir Mega. jetzt so über die Zukunft sprechen,
Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Hast du da irgendwelche Pläne, wo du sagst, okay, da will ich hin oder darüber will ich nicht sprechen? Das kannst du dir überlassen. Klar. Ja, ich habe natürlich meine Visionen, ganz klar, für die ich auch arbeite. Meine Visionen, die mich antreiben, morgens aufzustehen, die mich nonstop 24 Stunden mit Energie versorgen. Da kann ich aber im Detail natürlich noch nicht drüber sprechen. Aber Kein Problem. für mich ist wichtig, ich habe einfach für mich herausgefunden, das habe ich am Anfang gesagt, diese Liebe, die ich in mir habe, ja, dieses Bewusstsein auch. Ich möchte dieses Bewusstsein und diese Liebe hinaustragen und anderen Menschen weitergeben. Weil, ganz ehrlich, wenn du, jeder von uns war mal glücklich, oder? Jeder Definitiv. hier, jeder, der zugehört hat, der hier zuhört, jeder war mal glücklich. Jeder war vielleicht mal überkrass trieben glücklich und zufrieden, in Ekstase vielleicht. Aber das Problem der meisten Menschen ist, sie können dieses Glück nicht halten. Wenn du mal überlegst, ist alles, was die Menschheit getan hat, alles diente dem Glück. Also überprüf's. Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, egal was. Ob du nach Familie möchtest, ob du arbeiten gehen möchtest, ob du nach New York studieren gehen möchtest, ob du ein Business aufbauen Es möchtest, geht um Gefühle, ne? Ja, alles hundert Prozent. dient dazu, weil du glücklich sein willst. Glück entsteht aber in dir und nicht außerhalb von dir. Weil jede menschliche Erfahrung hat ihren Sitz immer in dir. Jede menschliche Erfahrung hat den Sitz immer innerlich, nie äußerlich. Ein anderes Beispiel. Angenommen, stell dir vor, du verlierst deinen Frieden. Okay. Dann, wenn jetzt irgendjemand richtig hart seinen Frieden verliert, dann kommt er nach Hause von der Arbeit und er schreit vielleicht seine Frau an oder sein Partner, seine Kinder. Easy, dann geht er ins Bett, am Morgen steht er auf und am Morgen sieht er seinen Nachbar und er fängt vielleicht einen Streit mit seinem Nachbar an, weil er ist sehr unzufrieden, ja. Wenn das weitergeht, geht er ins Büro und er schreit seinen Chef an oder seinen Geschäftspartner. In diesem Moment, wo du deinen Geschäftspartner oder deinen Chef anschreist, wissen alle Menschen, okay, du brauchst medizinische Hilfe. Oder? Wenn du deine Frau anschreist oder deine Kinder oder deinen Freund, denken alle, das ist normal. Aber sobald du irgendjemand anschreist, wo du mit ernsthaften Konsequenzen rechnen musst, sobald das passiert, denken die Leute, okay, du brauchst medizinische Hilfe. Also was passiert? Du gehst zum Arzt oder zu einem Psychologen. Er versucht dir das auszureden und sagt, hey, komm ein bisschen runter, aber irgendwie schaffst du es nicht. Okay, die letzte Möglichkeit ist, er gibt dir eine Pille. Du nimmst diese Pille und popst sie und du wirst für einen kurzen Moment glücklich und zufriedener. Diese Pillen funktionieren nicht für immer, aber für eine kurze Zeit. Das ist der Grund, warum sie heute so viele nehmen, diese Pillen. Was ist dann in diesen Pillen drin? Das ist die Frage. Ein bisschen Chemikalien. Das ist alles. Mit anderen Worten, Freude ist eine chemische Basis in deinem Körper. Wenn also Freude eine chemische Basis in deinem Körper ist dann auch Wut, Hass, Ärger, Stress eine chemische Basis? Ja, jede menschliche Emotion, jedes menschliche Gefühl hat eine chemische Basis in dir. Darum sprechen wir auch von Adrenalin, Serotonin, Oxytocin, Glücksgefühl, Glückshormone. Das ist alles eine chemische Basis. Okay, und jetzt spreche ich davon, von innere Wissenschaft. Wie kannst du es also hinbekommen, dass deine Chemie im Körper immer so ist, dass Freude, Glück, Liebe deinen natürlichen Zustand ist, unabhängig von äußerlichen Einwirkungen. Das ist innere Wissenschaft. Und diese innere Wissenschaft möchte ich raustragen. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich den Zugang dazu verhelfen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es das auch braucht, weil wir als menschliche Spezies sonst, ja, ich sag's mal so, es wird schwierig, dass wir sonst die nächsten 150 bis 200 Jahre überleben. Die nächsten 150 Jahre werden schon schwierig. Wir stehen vor Herausforderungen hier auf dieser Erde, die man nur lösen kann, wenn man bewusster wird, wenn man sich beschäftigt und investiert in die innere Wissenschaft. Das ist meine Meinung.
ist mein Bild, das ich habe. Wenn der Mensch es nicht schafft, sich vom Egoverstand sich zu lösen und hier zu differenzieren, dann wird der Mensch die nächsten 150 Jahre nicht überleben. Und es ist auch nicht so schlimm auf Kosmos-Level. Ich habe es letztes Mal am Vortrag gesagt. Oder wir müssen hier einfach die Dinge so sehen, wie sie sind. Okay. Wir müssen versuchen, immer die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Jetzt denkt vielleicht die Zuhörer hier, was, Patrick, in 150 Jahren, der Mensch stirbt aus. Ich möchte einfach etwas hier sagen. Der Mensch Gerne, ist gerne. 70, ja, der Mensch ist 70.000 Jahre alt. Okay. 70.000 Jahre. Die Dinosaurier, die wurden 70 Millionen Jahre alt. Die Erde ist 3,8 Milliarden alt und das Universum ist 13,8 Milliarden alt. Okay? Das heißt, der Mensch ist gerade mal so alt wie dieser Atemzug Ich im verstehe, worauf Vergleich du ja. Okay. Kosmos-Level. Okay? Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der Mensch auch in den nächsten 1000, 2000 Jahren überlebt. Denn wir haben das Potenzial momentan, uns selbst zu zerstören. Das Ja, muss uns bewusst sein, das ist oder? richtig. Das Wir ist haben das richtig. Potenzial, uns selbst zu zerstören und wir laufen momentan auch auf diese Richtung zu. Das ist nicht irgendwie mit weit hergeholt, sondern nein, wir laufen in diese Richtung, so dass wenn wir jetzt so weitermachen würden, dass wir uns selbst zerstören würden. Okay? Und es gibt drei ganz, ganz große Herausforderungen. Erstens mal der atomare Krieg. Ich sage nicht, dass das passieren wird, aber wir, schau mal, früher haben wir Menschen, andere Menschen totgeschlagen mit der Keule. Heute können wir auf einen Knopf draufdrücken und wir können auf einmal 10, 20 Millionen Menschen auslöschen mit der Atombombe. Absolut, ja. Okay? Dann haben wir die technologische Disruption, die auch eine Gefahr für das Menschsein darstellt. Ja. Und haben die ökonomische Herausforderung, die ganz klar zeigt, wenn wir so weitermachen, werden die Polkappen schmelzen, Süd- und Nordkappen werden schmelzen. Das heißt, der Meeresspiegel wird ansteigen. Aber das ist nicht mal so gut. Das ist natürlich richtig krass. Wenn auf einmal der Meeresspiegel schon 20 Zentimeter ansteigt, dann hat das natürlich krasse Konsequenzen. Aber das Krasseste ist, dass wenn erstmal dieser Prozess in Gange ist und er ist momentan in Gang, und die Polkappen geschmelzt werden, dann, das checken ganz viele Leute nicht, dann reflektiert das Eis die Sonne nicht mehr, weil das Eis ja dann fehlt. Und wenn das Eis die Sonne nicht mehr reflektiert, dann wird es immer noch wärmer und noch wärmer und der Planet wird verbrennen. Das ist nicht irgendwie jetzt hergeholt weit, sondern das passiert aktuell. Die Polkappen schmelzen, wenn wir es nicht schaffen, dass rückgängig zu machen, respektive zu stoppen, weil rückgängig machen ist schwierig, aber wenn wir es nicht schaffen zu stoppen, dann ja, dann wird es schwer. Dann hoffe ich nur, dass SpaceX und der Elon Musk so schnell wie möglich Auf eine dem Lösung Mars kommen. finden, um auf dem Mars den Mars zu kolonialisieren, oder? Ja, ich Nee, fand. aber ich möchte einfach hier sagen, das ist real, oder? Ich glaube, die meisten Leute sind sich das nicht bewusst und das ist auch völlig normal und klar, weil sie sind in ihrem Alltag, ja, sie stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, kommen abends nach Hause, die haben gar keine Zeit, um sich mit diesen Themen zu befassen. Die haben ihre eigenen Probleme, völlig verständlich, alles klar, alles safe. Aber ich sage dir einfach, wir als menschliche Spezies, wir müssen langsam aufwachen. Es ist so, wie wenn wir noch im Halbschlaf wären und der Wecker klingelt und der Wecker klingelt, aber wir schlafen einfach weiter. Wir schalten ihn auf Snooze und er kommt wieder, er klingelt wieder, klingelt wieder. Und wir schlafen einfach. So ist es ja auch hier. Der Alarm ist da. Der Wecker klingelt. Wir müssen nur rausgehen, vielleicht mal ein bisschen rumreisen, vielleicht gewisse Research machen. Dann sehen wir, okay, fuck, ja, Mann, der Wecker ist am Klingeln. Wir Sieht müssen scheiße jetzt aus, langsam ja. aufwachen. Weil wenn wir nicht aufwachen, dann wird es zumindest auch für unsere Generation in den nächsten 20, 30 Jahren überhaupt nicht angenehm. Was ist mit unseren Kindern? Was ist mit den Ja, Kindern von den Kindern? Müssen wir hundertprozentig. auch denken. Oder wir sind ganz zu oberst von der Nahrungskette. Wir haben eine Verantwortung für diesen Planeten. Wir müssen diese Verantwortung, denke ich, ja, wirklich ernst nehmen und dementsprechend auch handeln. Und dafür möchtest du ein Bewusstsein schaffen, auch das ist so deine Es braucht Zukunftsvision. Bewusstsein, klar. Dafür möchte ich Bewusstsein schaffen. Bewusstsein nicht nur in Bezug auf Umwelt, sondern mit seinem persönlichen, mit persönlichem Bewusstsein. Ja, Okay. wie bewusst bist du?
praktisch von sich selbst dann auf die Umwelt. Selbstbewusstsein am Ende des Tages. Ja, die Umwelt, schau mal, die Umwelt, was da gerade abgeht in der Umwelt, ist ein Spiegel von was Menschen drin los ist. Ist ein Spiegelbild. Und da kann man arbeiten mit eben Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, sodass du selbst als System besser funktionierst, so funktionierst, wie du gerne funktionieren möchtest. Freude, Liebe. Und automatisch, wenn du bei dir guckst, wird automatisch natürlich auch die Welt sich dementsprechend so verändern. Weil du kannst die Welt nicht verändern, du kannst nur dich verändern. Wenn Absolut. du dich veränderst, Verändert sich die Welt. ein Teil der Welt, logisch. Absolut. Und was würdest du jetzt jemandem ein bisschen so zum Abschluss mitgeben, der sagt, okay, ich möchte jetzt anfangen, Patrick, was ist so dein erster Tipp, um bewusster zu werden, um mit dem Thema anzufangen oder vielleicht um mich besser kennenzulernen? Was ist so dein bester Tipp, den du vielleicht auch dir früher mitgegeben hättest, wo du sagst, mach erstmal das? Yes. Also, es gibt natürlich hier verschiedene, viele Tipps, aber ich würde mal so sagen, ich gebe dir so die wichtigsten. Das Wichtigste ist, dass du erstmal weißt, dein System hier funktioniert mehrheitlich auf Autopilot. Das heißt, du hast dir Programme angeeignet während deines ganzen Lebens, durch die Familie, durch dein Umfeld, durch die Schule, durch die Ausbildung, durch all das hast du dir Programme angeeignet, die jetzt automatisch laufen. Und zwar laufen die zu 95% unbewusst. Das ist dein Unterbewusstsein. Man geht sogar davon aus, dass noch viel mehr unbewusst ist. Wenn wir das Matterhorn haben, das Matterhorn ist 4478 Meter hoch. Wenn du dort oben eine Erbse drauf setzt oder legst, dann hast du die Erbse, das ist das Bewusstsein, und das Matterhorn wäre dann das Unterbewusstsein. Schon krass, wenn du das mal so Ja, siehst, oder? auf jeden Fall. 4478 Meter, genau. Das heißt, in diesem Unterbewusstsein funktioniert, das läuft einfach alles automatisch. Da sind Glaubenssätze drin. Was denkst du? Was denkt eine Frau über Männer? Was denkst du als Mann über Frauen? Was denkst du über Geld? Was denkst du über Erfolg? Was denkst und so weiter und so fort. Das beeinflusst dein ganzes Leben. Hundertprozentig, ja. Genau, das musst du erstmal wissen und dir bewusst werden. Und dann gilt es, so viel wie möglich vom Unbewussten zum Bewussten machen. Das heißt, alle zwanghaften Handlungen, die du machst, musst du in bewusste Handlungen umwandeln. Ein Beispiel: Es gibt auch Menschen, machen irgendwelche Bewegungen Okay. ständig. Oder zum Beispiel, wenn du Stress hast, dann machst du Neuklassehänger. vielleicht genau so, zack, 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 zack. Das passiert doch größtenteils unbewusst. Ja. Das sind unbewusste Aktivitäten, die passieren. Und mit Bewusstsein kannst du merken, ah, okay, ich bin gestresst, weißt du was? Okay, nein, ich möchte meine Hand hier haben. Weil es ist doch wichtig, dass deine Hand nicht irgendwie so macht, sondern du kontrollierst sie ja auch bewusst. Und so ist es für mich, oder ja, muss ich so sagen, ist es für mich am wichtigsten, dass du so viel unbewusste Aktivitäten in bewusste umwandelst. Nur Beispiel Atem. Wie bewusst atmest du? Wenn du jetzt mal jeder Zuhörer, der hier zuhört oder bei YouTube zuguckt, bewusst, nimmst du bewusst wahr, dass du Sauerstoff einatmest und ausatmest? Wenn nein, dann ist das ein unbewusster Vorgang. Und alles, was du unbewusst machst, alles kannst du auch bewusst tun. Und wenn du es bewusst tust, dann hast du die Möglichkeit, es zu ändern. Was viele Leute nicht wissen ist, wenn sie flach atmen durch den Tag, haben sie weniger Energie. Sie haben weniger kognitive Leistungsfähigkeiten mehr. Hey, schau mal, du kannst Absolut. ohne Wasser zu 7 Tage auskommen. Ohne Nahrung kannst du 30 bis 40 Tagen auskommen. Das ist ganz unterschiedlich, wie schwer du bist und was für einen Körperfettanteil hast. Aber die meisten Menschen kommen ohne Sauerstoff gerade mal 2 Minuten aus, haben aber keinen blassen Schimmer, Wie es abläuft. wie, ja, wie, wie, wie richtig atmen, wie richtig bewusst atmen. Fragen sich dann noch, okay, warum bin ich immer müde? Warum bin ich nicht motiviert? Ernährung stimmt ja oder die stimmt ja, aber check mal deinen Atem, weil Ernährung und Wasser und Sport, das ist ja nur ein Bereich. Das ist ja nur ein einziger Bereich. Da gibt es noch tausend andere Bereiche, um deine Energie hochzuschrauben, aber Atem ist zum Beispiel etwas. Auch ein Beispiel nochmal, wenn wir beim Atem bleiben, Gerne. wenn du bewusst einatmest und bewusst ausatmest, dann wirst du auch wissen und spüren und die Erfahrung machen, dass wir ja Sauerstoff mit den Bäumen austauschen. Okay? Weil wir atmen Kohlendioxid aus
Und die Bäume nehmen dieses Kohlendioxid auf durch das Licht, durch die Erde. Kohlendioxid wird aufgenommen von den Bäumen, wird in Traubenzucker, respektive in Glukose umgewandelt. Glukose ist wasserlöslich, wird vom ganzen Baum aufgenommen. Und jetzt kommt der Punkt. Und der Baum durch die Blätter, wenn du die Blätter, wenn du das nächste Mal im Wald bist, guck dir mal das Blatt an, dann siehst du, hat es ganz kleine, wie Netze. Dünne Und Fasern, du, ja. Phasen, genau. Und durch diese Phasen hindurch atmet der Baum Sauerstoff aus, den wir nachher wieder einatmen. Das heißt, es ist ein Kreislauf. Wenn du diesen Kreislauf bewusst wahrnimmst, passieren ein paar Dinge. Erstens, du hast natürlich immer genug Energie, weil du richtig atmest. Zweitens, du fühlst dich extrem verbunden und connected zu der ganzen Natur, weil du es nicht nur intellektuell verstehst, dass wir Sauerstoff austauschen, sondern du nimmst es wahr. Das ist deine Erfahrung. Und drittens, da müsste ich dir nicht sagen, dass wir vorsichtig sein sollten mit den Bäumen, dass wir mit denen sorgfältig umgehen sollten. Man müsste keinem Menschen sagen, dass es nicht sinnvoll ist, im Amazonas Regenwälder abzuholzen, um dort nachher Soja anzupflanzen, Futter für beispielsweise Rinder, für den hohen Fleischkonsum, den wir haben. Das müsste man niemandem sagen, weil es ja klar ist, weil es ja jeder erfährt, oder? Jeder erfährt, checkt es. Das sind dann so Dinge, die passieren, wenn du unbewusste Aktivitäten in bewusste umwandelst. Zum Beispiel mit diesem Atmen. Kannst du dir da ein bisschen was vorstellen darunter? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich verstehe, was du meinst. Genau. Sprich, das wäre dein erster Schritt auf den Ja, also ja, bewussteren einfach Durchatmen. versuchen, so viel wie möglich bewusst zu machen. So wie du deine Hand bewusst bewegen kannst, schau, dass du so viel wie möglich bewusst machst. Meditation ist ein großes Thema natürlich, ist eine große Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln, sich mehr mit sich selbst zu befassen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Weil Meditation ist eigentlich Folgendes. Du ziehst die Aufmerksamkeit von da draußen rein in dich, änderst den Blickwinkel. Und durch das baust du natürlich auch Selbstbewusstsein auf. Dann ein anderer großer Punkt ist, ich habe es hier hingeschrieben, da kann man es lesen, Schmerz und Reflexion gleich Fortschritt. Das heißt, wenn du irgendwo im Leben merkst, okay, ich komme nicht voran, irgendwie alles funktioniert nicht, die Beziehung funktioniert nicht, oder vielleicht ich komme nie langfristig zu Geld. Alles so diese Schmerzpunkte, die du hast, genau dort, wo du die Schmerzpunkte hast, genau dort musst du mehr rein. Und dort musst du ins Unterbewusstsein gehen und fragen, okay, was sind dann deine Glaubenssätze in Bezug auf Geld? Was denkst du über reiche Leute? Was denkst du über Geld? Was ist Geld für dich? Und dann entdeckst du vielleicht, dass du einen Glaubenssatz hast, der dich nicht supportet, der dich nicht unterstützt, viel Geld zu bekommen. Ein Beispiel, wenn du denkst, dass man für Geld hart arbeiten muss. Oder dass du, wenn du denkst, ja, all die reichen Leute sind arrogante Leute, mit denen möchte ich nichts zu tun haben, das sind nicht, die sind eh alles arrogante Wichser, dann ist ja völlig klar, dass du nie zu Geld kommen wirst, wenn du diesen Glaubenssatz in deinem Absolut. Unterbewusstsein hast, weil du selbst dich dann nicht zu diesen Leuten zählen möchtest und dann sabotierst du dich immer. Das ist nur ein kleiner Punkt. Da gibt es tausend verschiedene solche Glaubenssätze. Die muss man ausfindig machen und dann die verändern. Und das sind so meine zwei größten Tipps, also Sachen vom Unbewusst ins Bewusste zu Bewusste, machen. ja. Achte auf den Atem, meditiere und achte auf diese Glaubenssätze, überall dort, wo du aneckst, überall dort, wo du Widerstand spürst. Das Leben ist kein Widerstand. Leben kennt keinen Widerstand. Wenn du also merkst, irgendwo ist Widerstand da, dann musst du wissen, okay, es liegt nicht an den anderen, sondern es liegt alleine an dir. Dann musst du dich mit dir selbst befassen. Ist ja auch schön daran. Das gibt uns ja die volle Kraft und die Power. Wenn wir immer die anderen Leute schuldig sind, ja, zum Beispiel, ich habe gerade letztens jemand gehabt, eine Frau. Ich habe fünf Beziehungen, hat einfach nie den richtigen Mann gefunden. Hat gesagt, ja, Scheiße, das hat nicht geklappt, dies, das. Aber schau mal, du musst nicht versuchen, die anderen die Schuld zu geben, sondern schau zuerst bei dir. Schau bei dir, was kannst du ändern? Was hast du für Glaubenssätze in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Männer? Und schau dort, weil wenn du den perfekten Partner haben möchtest, dann gibt es nur etwas, was du tun musst. Absolut. Der perfekte Partner sein. Ja. Weil
Wenn du nicht der perfekte Partner bist und der perfekte Partner kommt in dein Leben, dann guess what? Dann wird wird das nicht funktionieren, weil Ja. der perfekte Partner möchte auch der perfekte Partner. Also wenn du der perfekte Partner sein möchtest, dann musst du ihn sein. Und das machst du, indem du dich mit dir persönlich beschäftigst und dich weiterentwickelst. Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung. Super runder Satz zum Ende, perfekt. Dann machen wir noch einen ganz kleinen Tipp, was mich interessiert. Du hast gerade über Marc Aurel gesprochen und ich bin ein großer Fan von Büchern und von Hörbüchern. Und hast du eins, wo du sagst, okay, das ist das, was ich jedem ans Herz legen würde? Hör dir dieses Buch an, lies dir dieses Buch durch, inhaliere es, nimm es als Bibel. Ja, also ich muss sagen, ich liebe Bücher. Ich habe so viele gute Bücher und ich könnte so viele gute empfehlen. Wenn ich mich jetzt auf eins beschränken müsste, dann würde ich jedem empfehlen, das hier zu lesen. Das ist eine kurze Geschichte der Menschheit. Ja, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari hat jetzt das dritte Buch auch rausgebracht. Das ist sein erstes. Sein Okay. zweites ist Homo Deus. Ich würde empfehlen, das hier zu lesen, wenn das geil ist, und das finden die meisten, also das kann man nicht geil finden, okay? Okay. Dann kannst du dir das zweite und das dritte auch holen von ihm. Yuval Noah Harari ist ein Kunsthistoriker von Israel und ist ein Philosoph. Und für mich hat er die ganze komplette Geschichte der Menschheit, wie alles aufgebaut wurde, Religionen, mit den drei Revolutionen, kognitive Fähigkeiten, landwirtschaftliche Fähigkeiten, wissenschaftliche Revolutionen, Okay. landwirtschaftliche und wissenschaftliche, hat alles bis ins Detail auseinandergenommen. Okay? Und ich finde es wichtig, dass man das liest, weil man wissen sollte, okay, warum ist heute das so, wie es ist? Warum leben wir in diesem System? Warum, warum ist es so, wie es ist? Die Und er Hintergründe beschreibt es beleuchten praktisch. ziemlich gut, sodass du auch wieder Bewusstsein erlangen kannst in Bezug auf, warum sind die Dinge so, wie sie sind heute. Und darum finde ich, es ist ein Buch, das eigentlich jeder gelesen haben muss. Dieses Buch muss eigentlich jeder lesen. Gell? Ja. Super Empfehlung. Ich kann es noch nicht. Ich werde es mir mal holen und auf jeden Fall durchlesen. Wird dir sehr, sehr gefallen. Und er schreibt es halt auch geil, weißt du, es macht Spaß, es zu lesen. Es ist nicht irgendwie ein Geschichtsbuch. Okay. Er schreibt es wirklich geil, auch teilweise sehr deep, philosophisch betrachtet. Mega geiles Buch. Wird dir gefallen. Wenn dir Marc Aurel gefällt, du wirst das Buch lieben. Ja, ich bin interessant. Ich sag dir Bescheid, wie ich es finde. Gib mir Perfekt. Feedback, gib mir unbedingt Mache Feedback, ich. ja. Dann bedanke ich mich dafür, dass du hier warst. Möchtest du noch irgendwelche letzte Worte an die Zuhörer richten? Irgendwas, was dir auf der Seele liegt? Irgendwas Abschließendes? Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Mega nice. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr mehr von meinem Content haben möchtet, checkt mich auf den Social Media ab. Ich habe auch einen Podcast, The Champions Mindset. Champions Mindset, vielleicht am besten, wo wir dich überall finden können. Also auf Ja, YouTube. Ich packe die Links rein. Podcast, Champions Mindset, YouTube Patrick Reiser, Instagram Patrick Reiser, das Snapchat, da bin ich so am meisten aktiv und haue immer wieder Content raus, guter Content in Bezug auf Mind, Body, Spirit. Das ist jetzt dort, wo ich momentan den Fokus habe. Ja. Körper, Geist und Spirit, Seele. Sehr geil. Dann vielen lieben Dank, dass du hier warst, Patrick. Und checkt Patricks Inhalte ab. Danke dir. Die Links kommen rein. Ciao, ciao. Mach's gut. Bye, bye.